Ich kann nicht beherrschen, zum Glück. Ja, du überlegst so ein bisschen, reibst so ein bisschen dein Kinn. Also der Mann sprach ja auch von Djinnen. Na gut, das wäre jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das kriegt man auch alleine hin, aber Rafi möchte ein Projekt mit dir starten. Das klingt hervorragend. Wir sollten darüber reden, ich sollte ein paar Zeichnungen machen, um die Struktur anzulegen. Findest du nicht auch? Ja, also ich dachte, wir leihen uns den Hammer von dem Mann da drüben und nageln da jetzt ein paar Bretter drüber. Das ist doch nicht Kunstfertigkeit, das ist simple Bautätigkeit, das kann jeder. Naja, also wir sind natürlich auch schon Helden, habt ihr jetzt nicht Unrecht, wir können ja jetzt hier nicht also an die Leute denken. Stellt euch da vor, dort dieser Querbalken, der aufgearbeitet wird in eine Säule. Das würde doch fantastisch aussehen. Und die Säule stützt wieder um diesen Querbalken und dort ein Tonnengewölbe oder ein Kreuzgewölbe. Vielleicht ein Tonnengewölbe mit einem anschließenden Kreuzgang. Das würde fantastisch aussehen. Ja, und ihr habt nicht Unrecht. Ich habe ja schon einen Tempel in dieser Stadt organisiert und der ist natürlich ein wahres Meisterwerk. Ich kann mich jetzt ja hier in diesem Tempel nicht blamieren. Aber mir, hol das Zeichenpapier. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich will meinem Rucksack rumkramen und mich auf die Boote setzen. Wahrscheinlich so ein provisorisches Zeichentisch bauen aus irgendwelchen Hölzern, die ich da finde, Jetzt ist es aufbauen. Graphims Moment, um unkoordinierte Meinung dazu zu geben, wovon er keine Ahnung hat. Ja, aber mir da muss noch ein Balken hin, das hätte er sonst gar nicht. Ja, da könntest du recht haben. Aber wir sollten etwas vielleicht verstärken, etwas Stabileres. Vielleicht eine metallische Schlaufe dort und dort ein Schaft. Ja, das müsste wahnsinnig gut funktionieren. Ja, ich denke schon. Meint ihr, wir sollten vielleicht die Handwerker vom Schiff abziehen? Scheint mir ja ein wichtiges Projekt zu sein. Wir könnten das versuchen, aber ich glaube, Flamin hätte das dagegen. Vielleicht sollten wir das nicht sagen. Und ich frage einmal Angosminia. Sie wird Naja, sicherlich ich bin ja begeistert immer ein sein. erster Mann. Oder hier, was bin ich nochmal? Erster Offizier, irgendwas war ich Richtig, doch. richtig, richtig. Ihr seid dafür verantwortlich für Handwerk und für das Schiff. Das ist eine hervorragende Idee. Ich werde sofort einige besorgen, aber mir, du zeichnest weiter. Ja, gute Idee, gute Idee. Und sag Sulami nichts. 30 Minuten Ja, später. den Anschiss hole ich mir dann später ab. 30 Minuten später steht vor dem Tempel sowohl ungefähr 5 Schiffszimmerleute, Angrosch Minje, Lahalkasch und 20 Bedienstete, die hier irgendwo in der Stadt aufgegabelt haben. Alle stehen sie jetzt vor diesem Zeichentisch, blicken drüber, geben noch das ein oder andere an Verbesserungen, dass man diesen Kreuzgang an der Stelle nicht errichten kann oder dass die Säule an der Stelle mit einem Balken gestützt werden muss. Und ja, so ist die Baustelle gerade um einiges größer geworden. Hervorragend, hervorragend. Ich wusste, ich komme nicht auf dich verlassen, Rafim. Ja, ich hole noch mehr Bretter. Du und du, wir kommen mit, wir tragen schon mal Bretter hier. Ich stehe Du doch nicht meinst, zu faul darum, wir war tragen heute. Ist uns. bei Olium gibt es noch Bretter, habe ich gesehen. Ja, Bretter holen wir. Und denkt an die metallischen Schäfte. Ja, ich hab da drüben beim Blauen Palast habe ich noch einen Karren gesehen, den können wir uns nehmen. Ja, den leihen wir uns. Ich bin ja sowas wie adlig. Ich bin zweimal Ritter. Ich kann mir wohl einen Karren leihen. Ja, sehr Hier. gut, machen wir. Los, jetzt kommt. Auf Wir müssen geht's. hier. Wir Das bauen diese müssen wir. Sindetempel wieder auf. Sieht ja so und dort entlang und hier entlang. Ich zeige mal verschiedene Stellen von der Zeichnung. Lahalka schnickt. Ah, da mögt ihr recht haben. Das wird wundervoll. Währenddessen in der Kapitänskajüte, wo jetzt Havulgard. Ephanora ist irgendwo draußen. Rafim ist nicht da. Abelmir ist nicht da. Zulamin, Serpentilio. Boltax, Serpentilio und Diamantis. Also, Gott. Ihr Rulet? Habe ich etwas verpasst, Kapitän? Ja. Ja, die Kurzfassung ist, es gibt ein Gefängnis auf Rulat, wo einige wichtige Leute, die eine große Hilfe in unserem Kampf gegen die blutige See und die schwimmende Hyptarchie sein könnten, eingesperrt sind. Und es gäbe möglicherweise gute Gründe, sie zu befreien. Und es ließe sich eventuell auch noch mit einer anderen Sache verbinden. Also, wer ist dort eingesperrt? Und viel wichtiger, mit welcher Gegenwehr haben wir zu rechnen? Wie groß ist dieses Gefängnis? Tja, also über Rulat weiß ich wie gesagt nicht viel. Bei Mendener gelegen, beziehungsweise bei Sardosk und Südval.
Der Hafen vielleicht 1000. Grob Piraten. Das sind ziemlich wilde Gesellen. Südwald gibt es auch Piraten, allerdings sind die wohl loyal. Sie sind wohl ehemalige Männer und Frauen von Dagon Lolona. Das ist natürlich ein ziemlicher, naja, ein blutgieriger Pirat, aber er ist nicht abgefallen von den Göttern. Ich habe wohl gehört, dass Südwall einen Pakt mit Helme Hafax hat. Das wohl, aber wohl zu anderen Bedingungen. Hafax benutzt sie, um von Südwall aus gegen Rula zu kämpfen und gegen die schwimmende Heptarchie. Stehen Sie noch in einem Loyalitätsverhältnis zu Dagon Lolona? Das weiß ich nicht. Es klingt jedenfalls so, als wären das potenzielle Verbündete. Wir sollten auch überlegen, ob wir, naja, mit mehr als einem Schiff aufbrechen. Nein. Vielleicht. Definitiv nicht. Auf keinen Fall. Wir müssen hier so wenig Aufmerksamkeit wie möglich generieren. Also der Port, wie gesagt, ist ein Piratenmorloch. Brutale, gierige Freibeuter, aber auch fähige Handwerker. Viel weiß ich allerdings nicht über sie. Und dort gibt es dann auch den Kerker Perlstein. Nun, die Frage war doch die folgende. Kapok hatte eben noch gesagt, Südwall liegt ungefähr 100 Schritt entfernt von der Küste von dieser Insel Rulat, nicht wahr? Ja, einige 100 Schritt. Also wie viel genau? Sehe ich aus wie Kapok? Ja, das wäre schon wichtig zu wissen. Na, so oft, ich hole die Karten. So oft verkehre ich da nicht. Danke, Diamantis. Dann haben wir es vor Augen. Naja, weil theoretisch könnte man diese Passage untertunneln. Und dann laufen wir einfach von Südwall nach Rulat, holen die Gefangenen da raus und dann machen wir es so, dass wir hinter uns den Gang wieder einstürzen lassen. Das klingt... Wie langwierig wäre dieses Unterfangen? Das hängt davon ab. Nun, verständlicherweise davon, wie groß der Abstand ist. Deshalb hatte ich gefragt, ja. Nur, Diamantis. Es sind etwa ein Dutzend Meilen von Südwall bis zu dieser Insel Rulat. Ein Dutzend Meilen? Ja, also laut dieser Karte mit dem Zirkel sagen wir 40. Mir erscheint, diese Distanz wird mit jedem Mal, wo sich jemand bestimmt, größer. Ja, 40 natürlich. Wo hatte ich nur meinen Kopf? Nun. Also wenn ihr wollt, hier gibt es noch einen weiteren kleinen Hafen, Votereck. Da weiß ich allerdings gar nichts zu. Ich stimme euch insofern zu, Boltax, dass es wohl davon abhängt, wie wir die Sache angehen wollen. Ob wir mit einem Schiff oder mehreren besser bedient sind. Ihr bevorzugt einen heimlichen Weg? Nun, erinnert ihr euch, als wir das letzte Mal einen Adligen aus seiner Burg befreit haben? Oh, nein, ihr wart nicht dabei. Das war Rohayas Liebhaber. Ah, wie heißt der noch? Ich bin so schlecht mit Namen. Jedenfalls haben wir da auch einen geheimen Zugang in die Burg gefunden, haben ihn gerettet vor diesem Nekromanten, dann sind wir wieder geflohen. Das klingt auf jeden Fall besser, als gegen 1000 Piraten zu kämpfen. Naja, zumindest was ich laut den Gerüchten mitbekommen habe, soll sich dort drin Payadania Seridares befinden oder so. Also die Admiralin halt. Die Admiralin Payadania. Die Admiralin der Perlmeerflotte? Oder? Ja, genau. Ah, Moment, ich habe eine fantastische Idee. Die Perlmeerflotte ist zwar nicht gut besetzt, vor allem Pericum ist ziemlich am Rumdümpeln, aber es mag schon hilfreich sein, wenn man die Admiralin unter dem Greifenbanner, wieder befreit. Eine Idee. Wir segeln zu diesem Gefängnis unter falscher Flagge, tun so, als wären wir Gefängnisinspekteure von Darion Paligan, inspizieren das Gefängnis und befreien die Gefangene. Klingt wie ein Plan.
und die Admiralin der Perlenmeerflotte zu befreien, könnte vielleicht helfen, unsere Beziehungen zu Perikum zu bessern. Wenn ich mich nicht irre, sind nun mindestens aber mir dort immer noch gesucht. Ich denke mir, Kapitän, ja, ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, könnte für euch interessant sein. Nun, es ist die Perlenmeerflotte. Also ich denke mir zumindest, dass wenn wir jetzt die aranische Flotte unter uns versammeln können, dann sollte man zumindest der Flagge nach auch das Greifenbanner versammeln dürfen. Das wohl. Sollte zumindest sinnvoll für uns sein. Und danach können wir vielleicht auch wieder nach Perikum einsegeln, korrekt. Das wohl. Gut, das klingt wie eine Sache, die wir angehen wollen. Aber ich denke, die Details vertagen wir, bis Abelmir und Dauphin wieder da sind. Wo sind sie denn so lange? Also ich weiß, dass sie vor ungefähr 10 Minuten oder so gesprochen haben mit Angora Sheminia und danach sind sie und Lahalkash und noch ein paar andere gegangen. Bauen wir irgendwas. Dann sind sie bestimmt in dem neuen Stadtviertel, das Abelmir hochziehen will. Aber ihr hattet eben unabhängig von mir von Südwall gesprochen, habe ich mitbekommen. Beziehungsweise von Rulat auch. Ja, genau, wegen der Harfe. Ja, das habe ich nicht verstanden. Könnt ihr das mit mal bitte jetzt... Es existiert offenbar ein elfisches Artefakt, das vor etwa 12 Jahren verstummt ist, möglicherweise gestohlen oder zerstört. Und dieses Artefakt scheint geeignet zu sein, den Strudel vor Rulat zu bändigen. Also eigentlich existieren offenbar zwei elfische Artefakte, die einer Harfe nachempfunden sind, aber dieses eine Artefakt, das, was Zulamin gesagt hat. Naja, also ich will jetzt euch die Aufgabe nicht wegnehmen. Wenn ihr meint, das ist sinnvoll, dann machen wir das. Aber es ist zumindest in der Nähe. Das könnte man alles in einem Abwasch machen. Wenn wir sowieso schon da sind und ihr mir ein, zwei Tage Zeit verschaffen könntet. Nein? Nun gut, dann eben nicht. Also ich halte das zumindest für sehr sinnvoll, wenn das funktioniert mit diesem Artefakt. Egal, ob das von den Elfen hergestellt ist oder von irgendwem anders, aber wenn das funktioniert und wir können tatsächlich den Strudel bei Rulat schließen, dann wäre das ein weiteres in Sanktum, was wir der Säuferin nehmen. Das wohl. Ja, eine Win-Win-Win-Situation. Wie man, ich weiß nicht, wo habe ich diesen Begriff einmal gehört? Es ist halt imperial. Ja, genau. Ja, ich denke, diese beiden Sachen würden sich auf jeden Fall verbinden lassen. Man müsste darüber nachdenken, was man zuerst angeht, aber vermutlich die Suche nach der Harfe, denn nun, wenn wir einen Gefangenen aus dem Gefängnis befreien, dann werden sie nach ihm suchen und dann haben wir in Südwall keine Ruhe mehr. Nun, eine wichtige Frage, wollen wir nicht einfach alle Gefangenen befreien? Dann wissen sie nicht, welchen genau wir jetzt befreien wollten. Also, ja, natürlich. Je nachdem, wer da eingekerkert ist, ist es auf alle Fälle ein Feind von der Heptarchie. Und selbst wenn es keine Freunde von uns sind, dann ist zumindest trotzdem der Feind meines Feindes eventuell auch mein Feind, aber zumindest könnte er auch unser Freund werden. Das wohl. Ja. Hafax zum Beispiel könnte sich freuen, einige seiner Leute zurückzubekommen. Das heißt, wir reisen nach Südwall, nach Rulat. Von Rulat aus zum Strudel und dann nach Mendena? Nun, ich werde das nicht ohne meinen ersten Offizier beschließen, aber ja, es sieht so aus. Serpentilio, falls wir dies angehen sollten, sendet Hafax bitte Informationen darüber. Wollen wir jetzt auch noch die Hafaxische Flotte unter uns vereinen? Das könnte eventuell Probleme mit den anderen Kapitänen geben, wenn wir jetzt mit einem... Ich wollte das nicht in Abrede stellen. Wenn ihr meint, dass es sinnvoll ist, können wir das machen. Ich wollte nur darüber hinweisen, dass es andere Kapitäne eventuell nicht ganz so erfreuen sollte. Nein, es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn wir den Mann darüber informieren, wenn wir in seinem Vorgarten operieren. In der Tat. Es geht darum, dass sie nicht interferieren während unserer Mission auf Rulat. Schließlich hat Hafax ja ein gewisses Interesse daran, seine neu erworbenen Küstengebiete gegen Palingern zu verteidigen. Und wir wollen doch nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Also wie gesagt, Südwall operiert mit Freibeuterbriefen von Mendena aus. Das sind also auch nicht unbedingt Hafax Leute, aber unter Hafax Gnaden. Ob dürfen sie operieren mit seinem Segen?
Das heißt, bevor man in Südwall einläuft, sollte man tatsächlich Diamantes. Schon Kontakte darstellen. Diamantes, wenn wir das wirklich mit, nun ja, der falschen Flagge und wir geben uns als Gefängnisinspekteure aus, machen wollen, könntest du uns Schriftstücke herstellen, die im Namen von Darion Palligan irgendwie aufgesetzt sind. Du hast das mit dem Gürtel so gut hingekriegt. Ja, aber warum denn im Namen von Palligan, Boltax? Die stehen unter der Fuchtel von Hafax, haben wir doch gerade gehört. Nein, die Leute auf Ulat. Nein, das Gefängnis, nicht Südwall. Genau. Südwall ist auf der anderen Seite. Ach so. Und dann gehen wir da rein und sie glauben uns das und kaufen uns das ab. Und dann lassen wir uns zu den Gefangenen bringen, begutachten diese, dann verzaubere ich die Wachen, lege sie schlafen, wir nehmen ihnen die Schlüssel ab, klauen ihre Uniformen, führen die Gefangenen auf den Exerzierplatz nach draußen, um sie vermeintlich zu quälen und ja, dann übernehmen wir das Gefängnis. Und je nachdem, wie überzeugend wir auftreten, könnten wir auch direkt befehlen, dass die Gefangenen verlegt werden. Ich kann uns derartige Dokumente fälschen. Und das Problem, was ich sehe, ist, dass ich derartige Dokumente noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, Palligan so etwas aufstellen würde. Wahrscheinlich allein Farnisch. Aber sollte das anders sein und die haben ein Dokument schon mal in den Fingern gehabt, wem wir das auch immer zeigen werden, dann könnten wir in Probleme geraten. Ich bin nicht sicher, wie, aber vielleicht könnte man im Vorfeld diesbezüglich noch Erkundigungen einziehen. Nun, so oder so, ich muss mich jetzt noch um weitere Tätigkeiten kümmern. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Diskutieren. Ich muss mich noch einmal mit Vargas treffen. Ich glaube, er ist irgendwo noch hier in der Stadt. Ich hatte ihm versprochen, meine Geistesübungen fortzusetzen und das nehme ich auch sehr ernst. Ja, und vergesst auch Elfanora nicht. Bevor wir uns trennen. Unser Plan mag vielleicht gelingen, wenn wir Dokumente fälschen, die wir vorher noch nie gesehen haben und so weiter und so fort. Und wir laufen da rein und befreien alle und übernehmen das Gefängnis. Und dann schließen wir mit dieser Harfe den Strudel. Aber wissen wir nicht, dass Darion Palligan jetzt zu diesem Augenblick am Strudel ist? Das ist doch so, oder nicht? Ich bin nicht sicher, wie weit er schon gekommen ist. Wir wissen, dass Ilso betroffen war. War er schon in Mendene? Serpentilio, vielleicht ist das etwas, was ihr herausfinden könntet. Was genau? Wo er derzeit ist? Ja, wenn er sich am Strudel befindet, ändert das die Lage ein wenig. Nun, dann sollte ich eher herausfinden, was gerade am Strudel vor sich geht, nicht wahr? Das wäre auch sehr viel sicherer. Gewiss. Nun, ich bin mir sicher, das lässt sich arrangieren. Gebt mir einen Tag oder zwei. Vielen Dank. Boah, du willst mal Sachen von mir. Du warst so beeindruckend mit deinem Kristallkugeltrick. Was soll ich, wie teuer Gotongis sind? Ja, die Last deines Magiers. Für uns andere sieht das alles so leicht aus. Du musst ja nur in seine Kristallkugel gucken. Das kann doch nicht so schwierig sein. Okay, dann vergeht die Zeit und nach sicherlich dem restlichen Tag um 11 seid ihr angekommen, dann die zahlreichen Besprechungen, die ihr hattet. So gegen 20, 21 Uhr können Abel, Mir und Rafim wieder auftauchen, total verschwitzt mit einigen Splittern in den Händen, aber glücklich, auch wenn sie vom Steinstaub auch noch so etwas eingedeckt sind, putzen sie sich gerade ab. Ich sage dann Sape Fakta. Sape Fakta, Zauberschwamm. Boltax hatte sich, wie gesagt, verabschiedet in Richtung des Druiden, um mit ihm weiter noch die druidischen Rituale durchzugehen. Ob es noch eine Seelenwanderung braucht, wisst ihr nicht, aber die sind zumindest beide verschwunden. Ja, und also, so könnt ihr restlichen dort eintreffen. Also, Abel, mir, ich möchte sagen, wir beide und Tempel wieder aufbauen, das hat was. Ja, es war eine fantastische Arbeit. Sie ist aber noch nicht abgeschlossen. Nein, aber ich denke, wir haben hier einen guten Grundstein gelegt, wie man so im Gewerbe sagt. In der Tat. Ihr müsst verzeihen, dass dieser einer Mauer eingestürzt, aber naja. Ach, ja. Was passiert halt mal. Ich habe mir auch nur viermal auf die Hand gehauen. Das ist besser, als ich dachte.
Ja, ihr sollt das unterlassen, obwohl ihr habt einen erfreulichen Gesichtsausdruck gehabt, als ihr das getan habt. Ist das normal? Ist das eine kultische Handlung? Euch schmerzbereiten? Ja, also der Schutz der anderen Götter ist uns Chorgeweihten natürlich ein hohes Gut. Nein, ich meine, als ihr euch auf die Hand gehauen habt, habt ihr gestrahlt irgendwie. Ja, was man für Chor nicht alles tut. Ja, ein seltsamer. Ja, euer Glaube. Ah, sehr, ihr wart fleißig. Ja, wir waren sehr fleißig. Ich und Rafim. Ja. Ihr auch, Abelmir? Natürlich, jemand muss doch die Arbeiten anleiten. Ah, ich verstehe. Der Sägespäne sehe ich nur an Rafim. Ja, genau das. Ja, wie gesagt, ich habe die Arbeiten angeleitet. Jemand muss halt schließlich die Pläne zeichnen und die Ideen dafür liefern. Wo wart ihr? Am Hesindetempel. Er ist noch entstehen, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Dieser Abt Tannengrünhäuser, wie auch immer, ist etwas seltsam. Ich glaube, Rabenmund hat ihn erwähnt. Er ist ein Drakoniter, oder? Ja, das sind die Schlimmsten. Die sind immer so verbissen. Nun, es freut mich auf jeden Fall, dass es mit dem Wiederaufbau der Tempel vorangeht. Ah, ich hoffe, ihr habt nicht, dieser Elf hat euch nicht allzu viele Schwierigkeiten bereitet. Keine Schwierigkeiten, aber uns auf einen Punkt gebracht. Ihr habt eine Sitzung verpasst. Es gibt einiges aufzuholen. Ja, ich habe es schon gehört. Er erwähnt etwas von einer Harfe, die eventuell die bodenlose Grube verschließen könnte. Oder zumindest den Strudel. Sehr schön, dann seid ihr ja schon im Bilde. Ja, er war etwas erratisch, aber nun ja, so sind die Elfen nun mal. Ich hatte die Sphäre ausgemacht in Unsinn, Kapitän. Ja. Selbst wenn es ein solches Artefakt gab, was ich nicht in Abrede stellen möchte, ist es mittlerweile entweder gestohlen oder direkt geopfert worden. So oder so wird es kaum dort herumstehen und darauf warten, dass wir es bergen und benutzen. Nun, es wäre zumindest ein Versuch wert. Wir sollten es zumindest versuchen, dieses Unheiligtum zu schließen. Mal wir auch noch andere Gründe haben, in diese Richtung zu segeln. Diese anderen Gründe sind doch das Einzige, was uns bewegen sollte. Und wenn wir zufällig die Gelegenheit bekommen, nach einem solchen Zauberinstrument zu suchen, dann meinetwegen. Aber nur deshalb solltet ihr euch nicht in eine solche Gefahr begeben. Ich stimme Serpentilio dazu. Wir sollten nicht unsere Zeit, die wir haben, auf den Kampf vorzubereiten, damit verschwenden, nach irgendwelchen Artefakten Ausschau zu halten. Nun, ihr erwähntet noch einen zweiten Grund, Richtung Ruder zu reisen. Nun, offenbar gibt es dort ein Gefängnis und dort sitzt unter anderem die Admiralin der Perlenmeerflotte. Wir könnten uns in Perikum beliebt machen und eine mächtige Verbündete gewinnen, wenn wir sie dort herausholen. Nun, in Gefängnis einzubrechen, damit habe ich leider einige Erfahrung, die ich stehen muss. Tatsächlich? Das trifft sich hervorragend. Nun, das wird sich zeigen, ob es so hervorragend ist. Es klingt furchtbar, aber wenn wir uns durch die Unterstützung der Perlenmeerflotte sichern könnten, wäre das hervorragend. Ja, zumal, das denke ich auch. Zumal es mich von dem Makel eines Steckbriefes befreien könnte, der immer noch auf meinem Kopf deutet. Ja, wir könnten endlich wieder Perikum anlaufen und uns vielleicht um diese Marex-Sache bekümmern. Nun ja, Perikum ist ein wertvoller Verbündeter und nun ja, vielleicht könnte ich mich auch wieder einmal sehen lassen bei meinem alten Freund Olerand. Marex sollte für uns keine Priorität sein. Und außer die paar Schiffe, die die Perlenmeerflotte wohl aufbringen kann, sehe ich auch keinen großen Vorteil, den Perikum für uns darbieten kann. Nun, die Akademie ist könnte eine wertvollere Schützung gegen die blutige See sein. Und die Perlenmeerflotte ist doch größer als die aranische, oder? Zumindest war sie es. Wie es uns jetzt bestellt ist, weiß ich nicht. Die Perlenmeerflotte ist vor allem teilweise gespalten. Teil davon befindet sich immer noch in Hordalem. Sollte zumindest so sein. Ja, wir haben leider die Chance verpasst, uns dort mit... Sie ist Sunnins Tochter, nicht wahr? Wobei, als wir dort waren, war ihr Schiff nicht vor Anker. Wir sind dem auch nicht im Südmeer begegnet, also dementsprechend. Vielleicht sollten wir erst den Bären fangen, bevor wir ihn häuten.
Ja, ich denke auch. Aber stimmen wir überein, dass es ein lohnendes Ziel sein könnte, die Admiralin und wer auch immer sonst noch an interessanten Personen dort festgehalten wird, zu befreien? Ja, eine gute Idee. Vielleicht sollten wir dann anfangen, uns einen Plan des Gefängnisses zu besorgen. Das wäre hier äußerst hilfreich. Wenn sich Palligan wirklich in der Nähe befindet, wäre das vielleicht auch der Streich, den wir nutzen können, um unsere Dukatengardisten zu befreien. Aber sie sind an Bord der Plagenbringer. Das wäre ein Abenteuer von ganz anderen Dimensionen. Sind nicht an Bord der Plagenbringer, soweit ich Serpentilio verstanden habe. Nun, vielleicht sollten wir uns erstmal um eine Sache kümmern. Wenn wir zusätzlich noch diese Dukatengardisten finden sollten, wäre das gut, aber ich glaube nicht dran, dass sie auf Runa sind. Ja, ich verstehe natürlich, dass es für euch Priorität hat, unsere Landsmänner dort wieder herauszuholen, aber ihr müsst nachvollziehen, dass ich mein Herz schwerer wiegt, sie dort zurückzulassen, als irgendwelche Fremden aus einer Gefängnisinsel zu befreien. Aber das ist ein guter Punkt. Wir wissen nicht, ob sie immer noch an Bord dieser Dämonenarche sind. Sie könnten durchaus auch inzwischen auf Rulat im Gefängnis sitzen. Oder irgendwelchen Dämonen geopfert, weil wir zu lange gewartet haben. Ja, Diamantis trauert keinen Toten hinterher.